Da gehen wir jetzt mal nicht lang. Ich meine, Zombies töten ist eine Sache, aber ich möchte doch auch bisschen was von der Karte sehen. So, jetzt sind wir hier unten. Und da laufen wir dann einmal rechts rum. Yep, dann ist alles abgeräumt. So ist das gut. Ich hänge. Yippie. Ich will wieder ein paar Zombies plagen. Hä? Ich bin mir sicher, ich hab. Okay, ich war mir jetzt eigentlich sicher, dass ich den Zombie getötet habe, also. Okay, nur zur Sicherstellung. So. Die Frau ist mir unheimlich. So, ging es da hinten jetzt irgendwo noch weiter? Ja, gibt es einen kleinen Aussichtsweg. Und noch mehr Zombies. Und wie das richtig ist. Ich denke, nein, den brauchen wir jetzt nicht. Was haben wir hier hinten? Was haben wir hier hinten? Eine Lagune haben wir da. Achso, das wollen wir da noch nicht hin. Ich habe schon gesehen, es hat so imaginäre Begrenzungen für die jeweiligen Akte und Kapitel. Wenn man die übertritt, dann hat man ein gewaltiges Problem. Wurde mich zuerst angezeigt, dass man das Spielfeld verlässt und ich glaube, man stirbt auf Dauer auch. Ich bin mir aber nicht sicher. Sagen wir mal so, ich hab's nicht ausprobiert. Wollte es auch nicht. Okay, hier komme ich her. Ich brauche noch mehr Alk an sich. Mehr Alkohol, mehr Alkohol. Ich möchte den Kerl eigentlich rausholen, bevor ich weiterlaufe. Beziehungsweise bevor ich die Hauptquest weiterverfolge, sprich dem Rettungsschwimmer seine Karte zurückgebe. Feldmann, habe ich die Quest eigentlich noch aktiv? Ja. Also wenn Ike da ist, müsste er mir angezeigt werden. So. Danke. Oho. Schöne Wassergeräusche. Oh, und da, jetzt habe ich wieder was. Ach, verdammt, sie war schneller. Das macht nichts. Ich halte länger. Durch. Irgendwo hier, ja. Ach Gott. Viel zu wenig Platz im Inventar. Ich habe noch ein Paddel. Okay. Dann wird es wieder eine rübergepaddelt. So, und schauen wir mal hier unten in die Toiletten rein. Hier gibt es immer jede Menge zu holen. So, einen Ausweis haben wir hier gefunden, Nahrungsmittelkonserven und wieder das zum Heilen, auch wenn wir es eigentlich nicht brauchen, aber egal. Okay, gut, ich wusste nicht, dass man Alkohol im Müll finden kann. Also hat es schon mal was gebracht, dass wir hier runtergegangen sind. Da ist nichts drin, schade. Magnet in der Toilette. Okay.
Maybe there's something in here. Ich finde es so schade, dass man die Toilette nicht benutzen kann. So als kleines Gimmick. Okay, es wäre komplett sinnfrei, aber es wäre nett. Lass mal schauen. Hat nichts da. Kann man alles ausräumen. Das heißt, wir werden von Toilette zu Toilette wandern. Was ist das? Ein schwerer Baseballschläger. Den nehmen wir doch. Tauschen ging es so raus. Weil das Rohr ist doch ein bisschen besser. Wieder ein Telefon gefunden. Es so viele Handys und keins von denen soll funktionieren. Na gut. Deodorant. Das erinnert mich an den Multiplayer, den ich gerade mit ein paar Freunden spiele. Da gibt's nachher eine schöne Waffe, die werde ich euch ja, sicherlich auch zeigen. Ich glaube, auf der anderen Seite war nochmal eine Toilette. Wow. Oder war es hier? Nein, hier sind zumindest viele Zombies. Ah, und hier... Ah! Verdammt! Ich hasse es, wenn die so schnell sind. Okay, aber ich habe hier noch einen gesehen. Da, da, diesmal kriege ich ihn. Und? Ah, nochmal eine. Jetzt komm hier. Hier, auf den Popo und ins Gesicht. Eieiei. Yes. Ach. Benehmt euch, komm. Ist doch nicht so schwer. Oh, und eine Bar und Alkohol und yeah. Was will man mehr? Schwören könnte, ich hätte gerade wieder einen gehört. Ah, vielleicht diese lustigen Zeitgesellen. Ich hab... Oh, oh, oh. Du darfst mal kurz unten. Ach. Bisschen was kann man noch damit anfangen. So, du, und das ist nichts. Hm, Geld ist immer was Gutes. Was soll ich, muss man aufpassen. Oh. Hello there. Ach. Also ich bin mir sicher, dass ich die getroffen habe. So, und? Einmal noch. Und damit ist die Waffe nutzlos. Kurz umgucken. Und zu... Ja, einem rostigen Rohr wechseln. Von Methan Alkohol möchte ich doch noch in diese Toilette runter. So. Oh, die sterben doch. Boah, oh yeah, wie es ausspitzt. Oh, diese Musik immer. Errungenschaft stumpfsinnig. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Auf jeden Fall jede Menge Taschen und Geld. Oh. Ich hoffe eh ständig, dass uns da kein Zombie. Nein, ich hoffe, da ist nichts drin. Ich meine, okay, gut, Loot auf jeden Fall, aber keine Zombies, bitte, keine Zombies. Metallschrott, ne? Telefone, überall Telefone. Ich hätte gerne wieder ein bisschen Alkohol. Motorteile? Jetzt wird's unrealistisch. Ich kann hier Motorteile mit mir runterschleppen. Gürtel? Da war's, nein. Was denn? Ja. Ich kann nicht benutzen, aber ich kann zumindest mitnehmen. Okay. Und nachher dann verkaufen.
Ein großer Nagel, aber nur ein einziger. Stahlrute. Reiniger. Na gut, den könnte man, könnte es als Eik durchgehen, ich weiß nicht. Na gut, aber auf jeden Fall. Ab zum Schnaps. Also. Brauche ich was? Scheint so, dass ich was gebraucht. Naja, was ist mit dir, Kollege? Du. Stay down. Genau, bleib unten. Ganz ruhig, Braun, ganz ruhig. Und ich komme hier nicht rein. Hier gibt's Schnaps und ich komme nicht rein. Ach. Das kann doch nicht sein. Lasst mich rein. Gut, der ist noch da hinten. Was ist mit... Wie kann man so sterben? Ich meine, was hat er davor? Nein, nein, böse Gedanken weg. Okay. Bist du normaler? Ja, du bist normaler. Dich kriegen wir. Aua, ich hab dich doch voll getroffen. Na komm, putt. Da. Hat er mich gerammt? Ah. Ja, ich schwing viel zu sehr rum. Oha, irgendwas war noch. Ich hab gerade irgendeine Waffe weggeworfen. Oh, ho, ho. So. Oh, ho, ho, ich habe keine Kraft mehr. Oh. Okay, das muss ich sagen, das war knapp. So, mal die Kohle genommen und die andere hole ich mir auch noch gleich. Ach Gott, bitte, sei du tot. Danke. Und auf jeden Fall, jetzt brauche ich was trinken. So. Und warten, ach Gott, nee. Können wir ihn mit dem letzten Schlag noch getötet, denn dieses Messer ist jetzt relativ nutzlos. So, nochmal Geld geholt. Da habe ich gesehen, da ist noch eine Toilette, aber davor müssen wir dieses Messer austauschen, und zwar gegen ein Rohr. Oh, Koffer. 154, das hilft auf jeden Fall. So. Hier ist niemand, okay. Hier unten. Nope. Alles frei, ein großer Nagel. Also wer hier unten gewütet hat, oh Gott. Nein, ich möchte es eigentlich gar nicht wissen. Soll mir ein schwerer Hammer eintauschen? Gegen was denn? Warum nicht gegen das hier? Ein kleiner gegen einen großen Hammer. Möchte ich da aber doch nochmal diese Steuerung haben? Ich möchte es eigentlich verbrauchen in dem Sinn. Tauchermesser, Messingring, Hammer. Hier, so. Huhu, Energy Drink, der ist immer gut. Nahrungsmittelkonserven, ja. In solchen Zeiten ist Nahrung sehr, sehr wichtig. Okay, und dann bewegen wir uns mal in die Richtung.